Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei-Oldorf. Ich habe hier einen Zylindereinsatz. Das ist eine Wilka-Schließanlage und bei dem ist das so, dass der nicht richtig schließt. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Das heißt also, wir müssen einmal ist hier so ein Splint drin. Den habe ich da schon ein bisschen rausgeholt. Wie mache ich sowas? Ich nehme also ja ein Gegenstück, was ich praktisch hier reinsetze und schlage den da drauf. Dann kommt dieser kleine Splint da raus. Und ich kann praktisch hier die Kappe kann ich runternehmen. So, damit ich aber vorher weiß, wie das ungefähr gesessen hat, dann ist es so, dass ich das Ganze einmal markiere. Und dann kann ich praktisch das hier auch runternehmen. So, jetzt ist es so, dass es eine Anlage ist. Muss ich das also praktisch jetzt so machen, dass ich hier erstmal was reinschiebe. Jetzt habe ich einen kleinen Schnitt drin, weil die Kamera sich ausgeschaltet hatte. Bevor ich dieses abnehmende Teil markiere ich das dann nochmal eben halt, also praktisch mit dem hier zusammen, dass also die beiden nachher wieder übereinander kommen. Dann schiebe ich hier so einen Stab durch, praktisch, so sieht das dann aus, damit ich nachher das definieren kann, wo was ist. Gut, okay, jetzt kann man hier schon sehen, dass der da ziemlich tief ist, also hier ist schon, passiert schon irgendwas, da muss ich jetzt mal nachher mal eben reingucken. Ja, jetzt nehme ich den mal eben komplett auseinander, setze neue Stifte und neue Federn rein und baue das Ganze dann eben halt wieder zusammen. Das mache ich jetzt mal eben fertig und dann gucken wir uns das gleich nochmal eben an. Ich habe das jetzt wieder bestiftet. Das heißt also, ich nehme jetzt wieder das Röhrchen, schiebe das retour. Das drücke ich dagegen. Normal mache ich das noch im Schraubstock. Das ist ein bisschen wackelig. Wenn ich das jetzt alles richtig gemacht habe, sollte das funktionieren. Klemmt gerade ein bisschen. Der auch. Das berichtigt sich aber gleich. Ja, und er geht jetzt. Okay, da geht noch nicht richtig, da muss ich gleich nochmal reingucken. Und da ist er. Das kann jetzt auch sein, weil die Kappe nicht drauf ist. Mal gucken. Ja, ein Stift stimmt da noch nicht ganz. Jetzt dreht er durch. Gut, da müssen wir nochmal reingucken. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Und der will gar nicht. Das heißt, den hat er ja geschlossen. Ne, der will nicht. Gut, okay. Machen wir das Ganze nochmal wieder auf. Und gucken dann nochmal eben rein, warum das so ist. Jetzt kann ich das nochmal zeigen, was ich vorhin am Anfang nicht ging, weil die Kamera sich ausgeschaltet hat. Schiebe ich das da dementsprechend durch. Gut, okay, jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal eben an, warum das so ist. Und eigentlich sollte das funktionieren. Und das sind jetzt die beiden ersten Stifte, die da drin sind. Die muss ich da gleich eben rausholen, den Rest kann ich drin lassen. Das wären die beiden ersten sein, die da nicht richtig laufen. Gut, also durch diese beiden. Okay, das berichtige ich jetzt nochmal eben und dann sollte das gleich gehen.